Servus Leute, wie ihr sehen könnt, geht es heute um die Herren und die Herden oder die Sklavenmoral, die Nietzsche vor allem in der Genealogie der Moral thematisiert. Vor der Aufkunft der Moral waren es nämlich laut Nietzsche die Herren, die über die Werte bestimmt haben und diese dann vor anderen Werten durchgesetzt haben. Diese Herren waren auch ehemals die Guten, da sie sich selbst so bezeichnet haben und da ihre Werte schlichtweg die sind, die sich von den schlechten Werten, was sich laut Nietzsche vom Schlichten ableitet, also auch von den schlichten Werten, abgesetzt haben. Er schreibt: Es liegt an diesem Ursprunge, dass das Wort gut sich von vornherein durchaus nicht notwendig an unegoistische Handlungen anknüpft, wie es der Aberglaube jener Moralgenealogen ist. Vielmehr geschieht es erst bei einem Niedergange aristokratischer Werturteile, dass sich dieser ganze Gegensatz egoistisch, unegoistisch, dem menschlichen Gewissen mehr und mehr aufdrängt. Es ist, um mich meiner Sprache zu bedienen, der Herdeninstinkt, der mit ihm endlich zu Worte, auch zu Worten kommt. Und dann einige Zeilen später: Die aristokratische Moral hingegen sucht ihren Gegensatz nur auf, um noch frohlockender Ja zu sagen. Ihr negativer Begriff niedrig, gemein, schlecht ist nur ein nachgeborenes blasses Kontrastbild im Verhältnis zu ihrem positiven, durch und durch mit Leben und Leidenschaft durchdrängtem Grundbegriff wir Vornehmen, wir Guten, wir Schönen, wir Glücklichen. Für Nietzsche fand also in unserer abendländischen Kultur ein Prozess statt, von dieser Herrenmoral zur Sklavenmoral. Und Nietzsche nutzt in der ersten Abhandlung der Genealogie der Moral auch eine Fabel, um diesen Prozess genauer zu veranschaulichen. Um diese Fabel zu verstehen, muss man auch den Begriff des Ressentiment verstehen, der für die Sklavenmoral verantwortlich ist. Ressentiment bedeutet so viel wie Ohnmacht oder gefühlte Unterlegenheit unter jemand anderem. In der angesprochenen Textstelle jedenfalls schreibt Nietzsche: Doch kommen wir zurück. Das Problem vom anderen Ursprung des Guten, vom Guten, wie ihn der Mensch des Ressentiment sich ausgedacht hat, verlangt nach seinem Abschluss. Dass die Lämmer den großen Raubvögeln gram sind, das befremdet nicht. Nur liegt darin kein Grund, es den großen Raubvögeln zu verargen, dass sie sich kleine Lämmer holen. Und wenn die Lämmer unter sich sagen, diese Raubvögel sind böse, und wer so wenig als möglich ein Raubvogel ist, vielmehr deren Gegenstück, ein Lamm, sollte der nicht gut sein? So ist an dieser Aufrichtung eines Ideals nichts auszusetzen, sei es auch, dass die Raubvögel dazu ein wenig spöttisch blicken werden und vielleicht sich sagen, wir sind ihnen gar nicht gram, diesen guten Lämmern. Wir lieben sie sogar. Nichts ist schmackhafter als ein zartes Lamm. Von der Stärke verlangen, dass sie sich nicht als Stärke äußere, dass sie nicht ein überwältigen wollen, ein niederwerfen wollen, ein Herr werden wollen, ein Durst nach Feinden und Widerständen und Triumphen sei, ist gerade so widersinnig, als von der Schwäche verlangen, dass sie sich als Stärke äußere. Was Nietzsche damit sagen will, ist, dass das Volk oder die Herde sich von der Macht der aristokratischen Werteschaffer so unterlegen und ausgenutzt fühlt, dass sie selbst tätig werden und die Moral als Reaktion aus ihrem Ressentiment, also aus ihrem Unterlegenheitsgefühl, erschaffen. In dieser Moral sind die ehemals Unterdrückten selbst die Guten. Und alle, die sich nicht an diese Moral halten, werden auf einmal zu den Bösen. Vormals war der Gegensatz der Guten noch die Schlechten und jetzt sind es eben die Bösen. Diese neuen moralischen Werte des Ressentiments werden anschließend von den Wortführern des Volkes oder der Herde verkündet. Und das sind laut Nietzsche die Priester, die machttechnisch den Werteschaffern immer noch unterlegen sind, aber durch ihre Predigten ihrer Ohnmacht Ausdruck verleihen. Diese Art von Ressentiment-Moral will anschließend alle gleich machen, nämlich alle zu Guten. Und dabei werden natürlich nicht die Lämmer an die Raubvögel angepasst, sondern die Raubvögel an die Lämmer. An dieser Moral müssen anschließend dann natürlich nur die Raubvögel leiden, da Lämmer sich untereinander niemals reißen würden.
Diese Art der Herden- und Sklavenmoral heißt für Nietzsche nichts anderes: Wir Schwachen sind nun einmal schwach. Es ist gut, wenn wir nichts tun, wozu wir nicht stark genug sind. Das Christentum ist für Nietzsche so eine Ressentimentmoral per excellence, da sie nur aus der Versklavung des jüdischen Volks in Ägypten heraus zu verstehen ist und heutzutage eben die Moral der schlichten Leute oder des Pöbels ausmacht, die letztendlich die Herren daran gehindert haben, eigene Werte zu schaffen, die dann vielleicht auch akzeptiert werden hätten können. Man darf bei all dem nicht vergessen, dass Nietzsche sein Werk nicht die Genealogie der Moral nennt, sondern zur Genealogie der Moral. Das bedeutet, er zeichnet den Weg nach, den die Moral bereits durchlebt hat, und zeigt auf, dass es sogar verschiedene Arten von Moral gibt. Allein, dass eine Herrenmoral und eine Sklavenmoral existiert, widerspricht schon im Kern dem, was das Abendland heute und zur Zeit Nietzsches unter Moral versteht und verstanden hat. Und das alles ist bereits ein wichtiges Argument für das, was Nietzsche seit seines Lebens versucht hat, nämlich die Moral als allgemeingültige, metaphysische und immerwährende Vernunftkategorie zu entzaubern. Die Philosophen des deutschen Idealismus vor Nietzsche gingen nämlich davon aus, dass es ein ganz objektives Gut und ein ganz objektives Böse gibt, das man anhand vom kategorischen Imperativ zum Beispiel ermessen kann. Wenn es aber wirklich dieses objektive Gut und das objektive Böse gibt, dann darf eine Moral nicht von der Zeit oder von der Kultur geprägt sein und es darf auch nicht mehrere Moralen geben, die diesen Gegenstand anders beurteilen. Nietzsche will also in seinen Werken die Moral als allgemeines metaphysisches Konstrukt stürzen. Und was er mit seinem Werk Genealogie der Moral und mit dieser Fabel auch erreichen will, sind die Aspekte zu ergründen, woher die Moral denn überhaupt gekommen ist. Nietzsche will also die Moral als allgemeingültige metaphysische Vernunftkategorie stürzen, indem er genealogisch untersucht, welche Moral wann gegolten hat und auf welche Prozesse man die aktuelle christliche Sklavenmoral zurückführen kann. Um die christlich-abendländische Moral zu überwinden, soll allerdings nicht diese Art von Herrenmoral zurückgewünscht werden, die Nietzsche in seiner Fabel beschrieben hat. Inzwischen haben sich die Verhältnisse nämlich verändert. Der Gegensatz des Übermenschen ist ja auch nicht der Sklave, sondern der letzte Mensch. Dieser letzte Mensch ist freiwillig nur noch Herde und braucht keinen Hirt mehr, wie ein Sklave einen Herr braucht. Zarathustra beginnt ja abgeschieden von allen Menschen auf einem Berg seine Transformation und predigt diesen Weg der Abgeschiedenheit auch seinen Nachfolgern. Nietzsche will jedenfalls nicht zurück zu dieser archaischen Herrenmoral, die er durch die strafende Gesellschaft und das sich so entwickelnde Gewissen sowieso als überwunden sieht. Was Nietzsche will, ist die Sklavenmoral des Christentums erneut zu überwinden, damit Platz gemacht wird für neuere und stärkere Werte. Und damit positioniert er sich zwangsläufig jenseits von Gut und Böse. Sich mit den Kategorien Gut und Böse zu beschäftigen, ist für Nietzsche nämlich schon ein Diskurs, welcher der Sklavenmoral entspringt. Nietzsche will lieber wieder zurück zur Unterteilung in Gut und Schlecht, also in eine neue Art von Herrenmoral, die jedoch nicht lediglich auf physischer oder politischer Macht zurückzuführen ist, sondern auf das souveräne Individuum. Dieses souveräne Individuum hat sich nur durch verschiedene Prozesse, die Nietzsche vorhistorisch nennt, überhaupt entwickeln können. Er schreibt in der zweiten Abhandlung der Genealogie der Moral: Der Mensch wurde mit Hilfe der Sittlichkeit der Sitte und der sozialen Zwangsjacke wirklich berechenbar gemacht. Stellen wir uns dagegen ans Ende des ungeheuren Prozesses, dorthin, wo der Baum endlich seine Früchte zeigt, wo die Sozietät und ihre Sittlichkeit der Sitte endlich zutage bringt, wozu sie nur das Mittel war. So finden wir als reifste Frucht an ihrem Baum das souveräne Individuum, das sich selbst gleiche, das von der Sittlichkeit der Sitte wieder losgekommene, das autonome, übersittliche Individuum, denn autonom und sittlich schließt sich aus. Kurz, den Menschen des eigenen, unabhängigen, langen Willens, der versprechen darf. Und in ihm ein stolzes, in allen Muskeln zuckendes Bewusstsein davon, was da endlich errungen und in ihm lebhaft geworden ist. Ein eigentliches Macht- und Freiheitsbewusstsein. Ein Vollendungsgefühl des Menschen überhaupt. Die Vorhistorie,
Die Vorzeit und alle Entwicklungen, welche die Moral vollzogen hat, sind übrigens nicht im Sinne eines Zeitstrahls unwiederbringlich verloren, sondern können sich auch wiederholen. Der Kampf um die Moral geht also immer weiter und Nietzsche will auch, dass er weiter geht, indem er das Gut und Böse der Sklavenmoral des Christentums überwindet. Zur Genealogie der Moral ist auch nur ein Nachfolgewerk von Jenseits von Gut und Böse. Er schreibt jedenfalls am Ende der ersten Abhandlung: War es damit vorbei? Wurde jener größte aller Idealgegensätze damit für alle Zeiten ad acta gelegt? Oder nur vertagt, auf lange vertagt? Sollte es nicht irgendwann einmal ein noch viel furchtbareres, viel länger vorbereitetes Auflodern des alten Brandes geben müssen? Mehr noch, wäre nicht gerade das aus allen Kräften zu wünschen, selbst zu wollen, selbst zu fördern? Wer an dieser Stelle anfängt, gleich meinen Lesern nachzudenken, weiterzudenken, der wird schwerlich bald damit zu Ende kommen. Grund genug für mich, selbst zu Ende zu kommen. Vorausgesetzt, dass es längst zur Genüge klar geworden ist, was ich will, was ich gerade mit jener gefährlichen Losung will, welche meinem letzten Buche auf den Leib geschrieben ist. Jenseits von Gut und Böse. Dies heißt zumindest nicht jenseits von Gut und Schlecht. Und anschließend wird er nochmal ein bisschen deutlicher, wenn er schreibt: Das Wohl der meisten und das Wohl der wenigsten sind entgegengesetzte Wertgesichtspunkte. An sich schon den Ersteren für den Höherwertigen zu halten, wollen wir der Naivität englischer Biologen überlassen. Womit Darwin und die Utilitaristen gemeint sind. Nietzsche positioniert sich für die Herrschaft starker Werte und Individuen. Was diese Werte sind und welchen Rang diese Werte einnehmen, das muss der zukünftige Philosoph entscheiden, wenn die Sklavenmoral denn erstmal überwunden ist. Denn alle Wissenschaften haben nunmehr der Zukunftsaufgabe des Philosophen vorzuarbeiten. Diese Aufgabe dahin verstanden, dass der Philosoph das Problem vom Werte zu lösen hat, dass er die Rangordnung der Werte zu bestimmen hat. Warum die Sklavenmoral so lange hat regieren können, ohne durch eine neue Herrenmoral abgelöst zu werden, beschreibt Nietzsche in seinem autobiografischen Werk Ecce Homo, in dem er auch nochmal einiges über die Genealogie der Moral schreibt. Laut seinen Ausführungen dort lag es daran, dass es bisher kein Gegenideal gab, das aber mit seinem Zarathustra nun existieren würde. Er schreibt: Die dritte Abhandlung gibt die Antwort auf die Frage, woher die ungeheure Macht des asketischen Ideals, des Priesterideals stammt, obwohl dasselbe, das schädliche Ideal per excellence, ein Wille zum Ende, ein Décadence-Ideal ist. Antwort: Nicht, weil Gott hinter den Priestern tätig ist, was wohl geglaubt wird, sondern, faut de mieux, weil es das einzige Ideal bisher war, weil es keinen Konkurrenten hatte. Denn der Mensch will lieber noch das Nichts wollen, als nicht wollen. Vor allem fehlte ein Gegenideal, bis auf Zarathustra. Man hat mich verstanden. Drei entscheidende Vorarbeiten eines Psychologen für eine Umwertung aller Werte. Dieses Buch enthält die erste Psychologie des Priesters. Und damit sind wir schon am Ende des Videos. Ich hoffe, ihr konntet meinen Ausführungen ungefähr folgen und versteht nun auch ungefähr, was Nietzsche mit Herren- und Sklavenmoral gemeint hat und inwiefern seine Ausführungen die christlich-abendländische Moral überhaupt kritisieren. Ja, und damit wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut und bis bald.